Geschätzter Herr Präsident, Hohes Haus, meine Damen und Herren. Die Steuerreform geht ganz klar am Ziel vorbei, wenn das Ziel sein sollte, das Wirtschaftswachstum anzuregen. Weil wenn wir heute gehört haben, dass das WIFO sagt, 5,2 Milliarden Einsatz für 0,1% Wirtschaftswachstum, dann, Herr Kollege Hauptner, kann ich bei bestem Wissen nicht verstehen, wenn Sie von einem Wirtschaftsschub sprechen, Wachstumsschub. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, 0,1% als Wachstumsschub zu bezeichnen, ist absolut ungerechtfertigt. Und wir sind eine Gruppierung, die jetzt nicht alles negativ und schlecht reden möchte. Wir gewinnen der Steuerreform einzelne Bereiche ab, die durchaus positiv sind. Wenn zum Beispiel der Einzelne mehr Geld im Börserl hat. Aber man muss dazu sagen, das ist jenes Geld, das ihm vorher genommen wurde. Und, oder wenn die Tarifreform, wenn die Stufen flacher werden, ist absolut okay. Aber meine geschätzten Damen und Herren, Fakt ist, dass wir ein Problem haben. Und dieses Problem heißt über Jahre hinweg kalte Progression. Und diese kalte Progression ist einkommensmindernd. Und in diesem Bereich wäre es wirklich höchst an der Zeit, endlich Maßnahmen zu ergreifen, dass man eben die Tarifstufen inflationsbereinigt anpasst, damit eben die Menschen nicht von Jahr zu Jahr weniger an Kaufkraft haben. Das ist ein Weg, den wir auf jeden Fall gehen werden. Meine geschätzten Damen und Herren, aber der Preis für die Steuerreform ist ein sehr, sehr hoher, den die Regierung bezahlt. Das ist der Preis der Kontenöffnung und das ist ein Preis der Registrierkassen. Diese Bundesregierung, Kollege Haubner, diese Bundesregierung und nicht die Oppositionsparteien haben das Image, dass sie die Unternehmer kriminalisieren. Kriminalisiert werden sie ausschließlich von dieser rot-schwarzen Bundesregierung. Und diese Bundesregierung hat ein Image aufgebaut, von dem ich glaube, das kann nicht ihr Wunsch-Image sein. Es kann nicht sein, dass sie für Bespitzelung, Kontrollen, Misstrauen und gläsernen Bürger stehen wollen. Aber dieses Image haben sie sich aufgebaut. Meine geschätzten Damen und Herren, mit der Öffnung des Bankgeheimnisses, Ende des Bankgeheimnisses, haben Sie einen Tabubruch begangen. Das Bankgeheimnis ist so ein hoher Wert jedes Einzelnen. Das gehört zum Selbstverständnis des Österreichers. Keiner, nicht die Mitzitant, nicht die Oma, niemand möchte, dass in ihr Sparbuch hineingeschaut wird. Niemand, ja, Sie sagen jetzt, Sie schauen nicht hinein, aber Sie ermöglichen damit, dass erstens durch das Kontenregister erfasst wird, wer wo Vermögen hat und dass in weiterer Folge natürlich der erste Schritt zur Vermögensbesteuerung gelegt wurde. Bewusst oder unbewusst, Sie sind in Richtung Vermögensbesteuerung und das lehnen wir zutiefst ab. Meine Kollege Damandl, Ihr Kollege Schützenhöfer hat vor den Wahlen massiv gegen das Bankgeheimnis geredet. Und wenn Sie jetzt der Meinung sind, es ist der richtige Weg, Bankgeheimnis beenden, gläsernen Bürger zu schaffen, dann sage ich Ihnen, dann kann ich die Aussage des Herrn Kollegen Schützenhöfer nur als seine eigene Wahlhilfe verstehen. Und ihm war nie daran gelegen, wirklich ernsthaft den Bürger zu schützen. Meine geschätzten Damen und Herren, und dass die Grünen als Kontrollpartei, dieses Image bauen Sie sich ja auf, die Kontrolle nicht nur bei wirklich jenen sucht, wo es um Betrug geht, sondern dass sie den kleinen Bürger kriminalisieren, das ist aus unserer Sicht abzulehnen. Die Regierung geht wirklich einen Weg, der nicht zu akzeptieren ist, und die Regierung ist aus unserer Sicht in einer Rolle, wo man schon die Handschlagqualität hinterfragen muss.
Früher mal haben gestandene SPÖ-Politiker noch Handschlagqualität gehabt. Das, was sie gesagt haben, dafür sind sie gestanden. Und heute, Bankgeheimnis, der Bundeskanzler hat gesagt, na ja, das ist so wichtig, mit 2/3 müssen wir es schützen. Aber wo ist es jetzt? In Luft aufgelöst. Meine geschätzten Damen und Herren, die Steuerreform ist der Weg in die falsche Richtung, absolut in die falsche Richtung. Weil mit der Registrierkassenverordnung kriminalisieren Sie kleine Unternehmen und treiben es so weit, dass immer weniger Leute in Österreich bereit sein werden, Unternehmer zu sein. Wir wollen aber einen Staat, der Unternehmen stärkt, der die jungen Menschen motiviert, dass sie endlich den Mut fassen in die Selbstständigkeit, damit wir aus dieser Spirale der Arbeitslosigkeit herauskommen. In diesem Sinne, wir werden dem Belastungspaket nicht zustimmen, weil es wirklich eine Belastung im Sinne von Kriminalisierung ist, die wir nicht mittragen können.